18:18, Servus und Hallo zu Orga TV, wieder diese Woche. Wir haben heute wieder ein super Programm für euch vorbereitet und vor allem, wie ihr wahrscheinlich gerade gesehen habt, falls ihr zumindest schon vorher jetzt eingeschaltet habt, wir haben ein neues Intro gemacht und ja, dafür sind wir nach Luxemburg gefahren und sind da schön die Autobahn lang getigert. Ich finde, das neue Intro ist wirklich der Hammer. Wer es nicht gesehen hat, nochmal angucken, spätestens dann nächste Woche. Ich würde mich freuen. Und wie ihr sehen könnt, fahre ich gerade im Bild entlang. Und was das bedeutet, das sehen wir nachher auch in der Sendung. Wir haben nämlich die Kameraschiene. Und was wir genau heute alles sehen werden, das gucken wir uns jetzt mal in der Sendungsvorschau an. Was beschäftigt sich schon mit der Frage, was eigentlich die Astersemester-Eröffnungsfete ist und warum sie so gut ist? Dafür haben wir auch den Herrn Segel zu Gast. Easy Edit baut für euch die Kameraschiene und das vor allem einfach und gar nicht so teuer, wie man denkt. Das werden wir dann nachher auch noch im Studio live sehen. Und aktuell zum Thema Ostern noch ein lehrreicher, aber teilweise nicht ganz ernst gemeinter Beitrag. Hallo und herzlich willkommen in Orchides Welt. Wie heute haben wir Andreas Segel zu Gast bei uns. Andi, erzähl mal, du bist ja hier an der Uni, was machst du? Genau, also ich bin jetzt mittlerweile im 10. Fachsemester, studiere BWL, aber bin jetzt auch so gut wie scheinfrei, also geht gegen Ende meines Studiums zu. Bin auf der einen Seite glücklich, auf der anderen Seite doch auch etwas traurig, dass es bald das lockere Studentenleben ein Ende haben wird. Oh ja, ja, da bin ich auch traurig, ich bin ja auch im Semester, ne? Aber ja, ich habe heute was ganz Besonderes für dich. Eine Überraschung. Okay. Ja, erstmal ein Danke an Randy. Und zwar hat er uns die Abi-Zeitung Albert Einstein Gymnasium mitgebracht. Und dazu wollte ich mal ein bisschen aushorchen. Okay. Und zwar dein Spitzname war Bommel, sehe ich hier. Genau. Kurze Erklärung. Es gab beim Harald Schmidt früher zwei schwule Strümpfe. Bimmel und Bommel. Und ein Kollege von mir war Bimmel und ich war Bommel gewesen. Ah, okay, sau cool, ja. War noch die gute alte Zeit, Harald Schmidt bei Sat.1 und Manuel Antrag dabei. Und für das gute A, für das gute A, falls das Insider, dann wird das was sagen. Ah, okay. Und dein Motto hieß, dem Himmel kündigen und sünden. Willst du dazu was? Sorry, wenn es dich gerade ein bisschen überfordert. Ich habe dich nicht vorgewarnt, aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich war halt nicht so der Allerbravste zu der Zeit gewesen und bin auch nicht so, also ich bin nicht gläubig, ich bin Agnostiker und von gut sündigen, jetzt muss nicht unbedingt sein, aber mit Himmel habe ich halt nichts zu tun und der Allerbravste war ich halt auch nicht und das ist, hat sich gereimt und ist auch so ein bisschen vom kleinen Arschloch abgeleitet, da kommt irgendwie in der Textzeile auch mal drin vor. Ja, super. Und dein Berufswunsch lese ich, die 7 Dragon Balls finden. Hast du sie gefunden erstmal? Ich muss zugeben, ich habe mich noch nicht auf die Suche gemacht, weil dazu braucht man ein bisschen Geld, um auf der ganzen Welt rumzureisen. Aber okay. Wenn ich mal Geld habe, dann werde ich mich auf die Suche machen. Okay, dann will ich dich nicht länger belästigen hier mit alten Zeiten. Gott sei Dank zeigt man nicht die Bilder. Nee, das lasse ich jetzt weg, extra für dich. Aber zu Aster. Du bist ja beim Aster. Genau. Was macht ihr beim Aster? Genau, also erstmal, was viele gar nicht wissen, der Aster, also die ist eine Abkürzung für Allgemeiner Studierendenausschuss. Yeah. Wir sind in Anführungszeichen gesagt die Regierung der Studenten. Wir werden jedes Jahr genauso gewählt wie auch der Bundestag oder ein Landtag. Man kann als Unterschiedlicher antreten oder es gibt auch Gruppierungen wie die Jusos, die jungen SPDler oder die Julis, die jungen Liberalen, RCDS, auch unabhängige Gruppierungen. Und da wird jetzt Ende Juni wird wieder gewählt und da wird dann auch einfach Koalitionsverhandlungen geführt und die meisten Sitze im Studentenparlament dann haben, die werden dann den Aster stellen. Und bei uns gibt es dann halt auch verschiedene Referate, genauso wie in der Bundesregierung. Wir haben zum Beispiel einen Referenten für Verkehr, der ist dann in Verhandlungen mit dem SAVV und macht den Druck, dass die Busse bitte zu den und den Zeiten kommen sollen, bitte da ein Gelenkbus, da brauchen wir noch mehr. Leider klappt das nicht immer ganz so, wie man es das vorstellt. Wir versuchen es zumindest. Also wir versuchen in erster Linie die Interessen der Studenten zu vertreten, egal wo es ist. Da kann ich ja gerade ein Wunsch loswerden. Also die Busanbindung nach Scheid ist nicht gut.
Aber okay. Einfach auf unserer Homepage mal nachgucken, da sieht man dann, wer für wen zuständig ist oder für was zuständig ist. Also in dem Fall an den an Sven Clément. Er ist für Verkehr und das, für UGR zuständig. Das mache ich dann. Okay, super, danke. Und was genau, was machst du beim ASTA? Also ich bin jetzt Referent für Veranstaltungen. Ich war früher für Kultur zuständig. Das war die etablierten Veranstaltungen wie die Semesteröffnungsfeder, Open Air, Night of the Post etc. Das wurde so groß, dass ich dann irgendwann für die kleineren studentischen Sachen keine Zeit mehr hatte, dass wir jetzt da noch einen Partner zur Seite gestellt haben, der studentische Kultur macht. Und ich versuche halt diese Großveranstaltungen zu machen, wie unter anderem halt morgen die Semesteröffnungsfete. Das ist das Stichwort der Eröffnungsfete. Und zwar haben wir da einen Clip vorbereitet und den zeigen wir euch jetzt. Clip ab. Was ist die ASTA Semestereröffnungsfete? Das ist eine Feier zur Eröffnung des Semesters. Was ist die ASTA? Diese Abkürzung steht für Allgemeiner Studierendenausschuss. Was ist denn jetzt die Semestereröffnung? Da gibt es zwei Varianten. Variante 1, die offizielle Feier zur Semestereröffnung. Und es gibt die Variante 2, die ASTA Semestereröffnungsfete. Ja, tut mir leid, es hat leider nicht funktioniert. Das neue Mischpult ist nämlich immer noch nicht da. Aber ja, Andi wird uns auch sowas erzählen über die Semestereröffnungsfete. Genau. Okay, okay. Andi, du bist ja voll in der Planung. Seit wann planst du die Fete für morgen? Mittlerweile fange ich in Anführungszeichen erst so 6-7 Wochen vorher an. Das geht dann los, man muss dann erstmal die Behördengänge machen. Das heißt, da das Gebäude eigentlich nicht als Disco-Gebäude ausgelegt ist, muss ich bei der Bauaufsichtsbehörde einen Antrag stellen, dass ich das Gebäude zweckentfremden praktisch darf. Ah, okay. Da muss die Feuerwehr informiert werden, die dann die Auflagen überwacht und kontrolliert, ob überall Feuerlöcher sind, ob ich nicht die Fluchtwege zu eng zustelle etc. Mittlerweile müssen wir auch sogar ein Sicherheitskonzept erstellen, da letztes Jahr in Duisburg ja bei der Love Parade leider es so unschön in Szenen gekommen ist, sind jetzt die Behörden sehr vorsichtig geworden. Da muss man jetzt ein 15-seitiges Sicherheitskonzept erstellen, wo dann halt genau drin steht, wer für was verantwortlich ist, was macht man in dem Fall, was macht man da. Ah, okay. Also die Behörden wollen halt sehen, man macht sich Gedanken. Das haben wir uns natürlich schon vorher gemacht und die Behörden wollen jetzt aber auch abchecken, machen die das wirklich, haben sich damit dann auseinandergesetzt, was passiert, wenn ein Feuer aus Massenpanik, warum auch immer, passieren sollte. Ah. Also ich denke, die Gäste können sich bei uns oft hoffentlich auf der sicheren Seite fühlen. Unser Konzept ist, denke ich, relativ ausgereift, dass man vor allen Dingen, man muss das eigentlich erst ab 5.000 Leuten machen und bei uns kommen jetzt 1.500 Leute, also das ist dann eigentlich okay. Also, ja, und zu den Besucherzahlen, also das war in den letzten Jahren eigentlich nicht immer so erfolgreich, wie es heutzutage ist eigentlich. Genau, also es war vor ein paar Jahren, bevor ich es übernommen habe, war so ein kleines Loch. Warum, ist mir jetzt unerklärlich eigentlich. Und jetzt hat es die letzten zwei Jahre doch wieder stark angezogen, dass wir jetzt mittlerweile von einem Gebäude auf drei Gebäude mit drei verschiedenen Musikrichtungen angewachsen sind. Welche Musikrichtung spielt ihr? Genau, also in dem Hauptfloor, in dem Physik Tower, da wird, wie eigentlich jetzt die letzten zweieinhalb Jahre, wird DJ Tom von Unser Ding ist der. Der wird Klassiker und auch Charts, aber bunt gemixt. Also Hip-Hop, House, R&B, Rock, alles Mögliche spielen. Im Shimui-Foyer haben die Jungs, die ansonsten im Blau auflegen werden. Das nennt sich die VIO Friends Combo. Davon haben wir, das sind vier Leute eigentlich, haben wir jetzt zwei da. Das ist New Sheriff in Town und Tony Boy. Die machen, wie schon gesagt, Elektro. Jetzt nicht so der 0815 Haus unbedingt, den man jedes Wochenende an 10 verschiedenen Orten hören kann. Da kann man vor allen Dingen, am Ende noch einmal Vollgas geben will, denke ich, ist man da ganz gut aufgehoben. Und in dem Foyer, in dem Bibliotheksfoyer, haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass wir da immer was anderes reinmachen werden. Ja. Und da werden wir jetzt diesmal dann Kult-Hip-Hop. Also einfach cool. Hip-Hop der besten, also der beste Hip-Hop von den letzten 20, 30 Jahren.
Es muss nicht unbedingt 20 Jahre alt sein, es kann auch nur ein Jahr sein. Aber wenn es in diese Schiene reinpasst, Spaß, Hip-Hop. Ah ja, das ist eher was für mich dann. Glaube ich auch. Ja, ja. Und wie sieht es aus auf der Party? Genau, da werden wir wieder zwei Stände haben. Zum einen wird Kami wird wieder da sein, den werden viele kennen als der Mann hinter dem Parkdeck-Döner an der Kirche in der Stadt. Der wird Döner und Falafel anbieten und Schnitzel-Olli, den manche vom Rocco del Schlacco oder von Rock am Bach herkennen. Der wird Würstchen, Schnitzel, Cheeseburger, Frühlingsrollen und Pommes, glaube ich, anbieten. Ah, Frühlingsrollen, das ist cool. Auch für die Vegetarier muss ja auch noch was dabei sein. Ja. Das war nicht für die gedacht. Ah ja, cool. Und du machst ja, also das ist an dem Tag, also morgen wird es dann ziemlich stressig, gell, weil ihr müsst an dem Tag auf- und abbauen. Genau. Weil, wie macht ihr das? Also wann fängt ihr an? Wann hört ihr auf mit der Party? Also indirekt sind wir schon seit heute Morgen dabei. Wir bereiten jetzt schon die Preislisten vor. Wir packen Kisten, die hinter die Theken gestellt werden. Schilder, die an die Bauzeit werden, wer an welchen Eingang muss, etc., dass man morgen bereiten die Kassen vor. Also so wirklich indirekt fangen wir eigentlich schon heute an, werden heute auch noch ein bisschen was zu tun haben. Und dann morgen früh ab 7 Uhr stehen wir auf dem Parkplatz, weil dann Karlsberg irgendwann gegen 8, 9 Uhr kommt. Um 9 Uhr kommen die Bauzäune und so. Um 12 Uhr kommt das Eis, da kommt dann halt jede Stunde kommt irgendein Lieferant und bringt uns was. Und richtig tun wir dann um 16 Uhr. Dann sind die meisten Vorlesungen rum und dann können wir da drin dann langsam aufbauen. Hoffentlich sind wir dann bis 21 Uhr fertig. Oh, okay. Also es ist dann schon, wenn man dann hier holt, wir sind dann 12 Aufbauhelfer, alles unerfahrene Leute eigentlich, die das nicht wie in der Disco jedes Wochenende dreimal machen. Aber mittlerweile sind 3, 4 erfahrene Leute dabei, die ein bisschen koordinieren. Dass wir eigentlich immer gerade so rechtzeitig bis ein, weil manche Leute wissen, wie wir noch 5 Minuten vorher da rumwuseln. Ah, okay. Aber das kriegen wir alles hin. Aber ja. Die Karten sind schon ausverkauft, oder? Genau, leider. Also es ist, der Ansturm war wieder so groß, dass wir gestern Morgen die letzten Karten des Vorverkaufs verkauft hatten. Also es gibt nirgendwo mehr, auch nicht in Homburg oder SR oder HTW. Wir haben überall zeitgleich Vorverkaufsschluss gemacht, dass es für alle fair ist. Es wird übrigens noch 300 Karten an der Abendkasse geben. Da halt der Tipp, seid wirklich früh da. Das heißt, um 21 Uhr geht's los. Letztes Mal waren um 21 Uhr schätzungsweise 600 Leute da. Mein Tipp ist, kommt um 8, holt euch ein Sixpack mit und trinkt in der Schlange vor, anstatt zu Hause. Ah ja, super Tipp. Ja. Also, so würde ich es privat machen, also wenn ich Gast wäre, machen. Ah, okay. Und um wie viel Uhr baut ihr dann nochmal ab? Genau, also um 3:30 fangen wir dann an, den ersten Floor zu räumen. Da, wo keine Garderobe drin ist, machen wir halt überlegt, dass man zuerst das Bibliothek, da ist keine, dann zu den Leuten hin, die Garderoben drin sind. Und dann haben wir so ein 3:45 hoffentlich den letzten Gast wirklich draußen. Und dann kommen schon eine halbe Stunde später die Putzfrauen. Da kommt der Putzkolonne, wir machen alles Besen rein und die Theken, Kühlschränke, Bauzäune, Technik. Schleppen wir alles raus und müssen dann bis 7:45, wenn die ersten wieder kommen, für halb an die Vorlesung, sollte wieder alles so sein wie morgen früh, wenn wir da reingehen praktisch. Ah ja, und kannst du mir noch vielleicht sagen, wie es mit den Kosten aussieht? Also läuft das, decken die sich oder wie läuft das? Ich sage, die Kosten decken sich auf jeden Fall, aber es ist auf keinen Fall so, dass, wie manche Leute sich eventuell denken, wir werden dadurch steinreich oder ich werde dadurch steinreich. Also ich bekomme eine Entschädigung pro Monat von 360 Euro. Das ist egal, wie erfolgreich jetzt die Party wird oder nicht. Das Geld, was Gewinn erwirtschaftet wird, das wird ins Open Air, weil es Open Air ja eintrittsfrei ist. Ah, okay. Oder dann halt, dass wir noch ein paar Anschaffungen machen können, wie zum Beispiel für Unifilm haben wir eine Popcornmaschine gekauft und also das geben wir alles zurück, davon profitiert keiner. Und nur zum Beispiel, was sich Leute gar nicht denken können, allein die Feuerwehr kostet uns 900 Euro. Die bekommen 22,50 € die Stunde. Ja. Das ist allein so eine Feuerwehr kostet 900 Euro und das kann man sich dann denken, Security, Technik, Malteser, klar. Getränke, Equipment, Kühlschränke etc. Da kommt einiges. Also, von der Tuchrechen Uhr, die verkaufen so viele Karten auf 5 Euro, da muss man wirklich auch die Gegenseite sehen, was das Ganze alles kostet. Und was genau machst denn du an dem Abend dort? Also bist dann wohl ziemlich am Rumrennen, aber
Ich sag da eigentlich immer alles und nix. Also ja. Ich stehe hauptsächlich erstmal am Eingang und gucke, dass da alles geordnet abläuft. Und weil ich auch einfach sicher sein will, dass die Security-Leute nicht zu unfreundlich sind, ich da immer mal so über die Schulter schauen. Ja. Gut, ich bezahle auch extra, hole extra teurere Security, weil ich bei denen eigentlich weiß und annehme, dass die jeden korrekt behandeln und nicht einfach nur machen. Also das kontrolliere ich so ein bisschen und dann, klar, mache ich meine Rundläufe und gucke, ob an Theken, bei den DJs etc. alles klar ist. Aber alle 5 Minuten kommt eigentlich ein Funkspruch, was ist denn da, wir brauchen das noch. Und da ich großteils die Sachen eigentlich allein organisiere, weiß halt auch viele Sachen nur ich. Ich bin jetzt froh drum, ich habe mittlerweile 2 Kollegen beiseite, die dann auch großteils jetzt mittlerweile auch schon Bescheid wissen und dann sagen, komm Andi, bleib du hier. Gehen wir dann mal. Aber zum Selbstfeiern bleibt eigentlich leider keine. So viele Kollegen von mir selbst dann auch immer kommen. Ja. Ja, schade, ja. Aber du bist ja auch weiter eingeplant, ja, ne? Ein paar Mal im Jahr muss ich dann da leider auf den, so auf den Apfel beißen. Ja, genau. Na ja, dann mal vielen Dank, dass du dir einen Tag vorher die Zeit genommen hast dafür. Gerne. Und ihr habt gehört, also um 20 Uhr am besten schon da sein, euch in die Schlange stellen, ansonsten kommt ihr vermutlich nicht rein. Und wir zeigen euch jetzt, wie Stefan unsere Kameraschiene gebaut hat mit dem Easy Edit Beitrag. Bitteschön. Willkommen bei Easy Edit. Ihr freut euch bestimmt schon heiß auf meinen Farb- und Helligkeitspart mit Adobe Premiere. Das ist nichts geworden diese Woche, tut mir leid, aber ich habe was viel Besseres. Guckt mal, was fertig ist. Und wie ich die gebaut habe, das zeige ich euch jetzt. Hier ist der Drehteller, dessen Montageplatte, wie wir hier sehen, noch mit einem Schleifgerät plan geschliffen werden muss. Nach dem Schleifen ist die Platte eben und fertig für den Schienenaufbau. Aus diesem Meterwinkel werden nun 2 gleich lange Stücke abgeschnitten, welche später das Grundgerüst für die Dolly darstellen. Das übrig gebliebene Stück wird durchtrennt und als Montageplatte am Tisch verwendet. Nach dem Sägen oder Bohren entstehen bei Metall immer scharfkantige Grate, die entfernt werden müssen. Dieser Metallbolzen mit Gewinde verbindet meine beiden Winkelteile miteinander und bildet sozusagen das Fundament unserer Dolly. Hier passen in diesem Fall M8-Muttern drauf, die für die Stabilität sorgen. Das sind genau diese hier. In die durchtrennten Aluplatten werden nun Löcher gebohrt, damit sie mit Holzschrauben am Drehtisch befestigt werden können. In die Winkel werden ebenfalls Löcher gebohrt, um die Rollen und die Verbindungsbolzen später montieren zu können. Jetzt, wo ich mit dem Bohren fertig bin, ich habe hier alle Löcher drin, die ich brauche, kann ich eigentlich schon mit dem Aufbauen anfangen. Was brauche ich dazu? Fangen wir hier an. Als erstes brauche ich diese Abstandshalter oder Spacer für diese Skateboardrollen hier, damit ich hier meinen Abstand einhalten kann, damit die Teile auch schön sanft und weich rollen. Ich hoffe, man sieht das später in der Kamera. So sollte das dann später aussehen. Schön weich mit Lagern drin. Ach ja, genau, natürlich die Lager befinden sich schon in den Rollen drin. Die habe ich mir jetzt 8 Reifen, 16 Lager im Internet gekauft. Ich brauche diese 8x60 Schrauben hier, jeweils mit Unterlagscheibe. Hier. Entsprechend passende Muttern. In meinem Fall hier sind das 13 mm Muttern. Unterlagscheiben. 13er Maulschlüssel, entsprechendes Gegenstück und natürlich mein Schienengerüst. Das montiere ich jetzt zusammen, das könnt ihr euch im Zeitraffer ansehen, weil das dauert jetzt einen kleinen Moment. Wir
Der muss jetzt natürlich noch befestigt werden, und zwar auf meinen späteren Untersatz für das Kamerastativ. Und das mache ich jetzt. Dazu habe ich auch ein bisschen die Löcher vorgebohrt hier drin. Und jetzt setze ich das Ganze einfach hier so drauf. Fixiere das mit meinen verbleibenden Schrauben. Ja, und im Prinzip sehen wir hier, lässt sich reibungsfrei schwenken. Dadurch, dass der Holztisch hier zwischendrin ebenfalls gelagert ist. Und ja, wie das Ganze jetzt live in Action aussieht, das zeige ich euch jetzt, nachdem ich im Studio mir die Leiter zusammengebaut habe. Ja, wunderbar. Die Kameraschiene, die haben wir jetzt gesehen, wie sie gebaut wird. Jetzt wollen wir natürlich auch mal in Action sehen. Stefan. Ja, hallo. Unser Baumeister. So, komm mal ein bisschen ins Licht hier, damit wir das schon etwas näher ins Licht. So, jetzt erklär uns doch mal dieses ganze Ding. Also, wir haben da, sind wir schon im Bild? Ja. Wir haben da total eine Bild sein. Schiene. Genau, wir haben hier im Prinzip nur zwei Holzbretter, die in der zwischendrin befestigt worden sind mit gleichem Abstand. In diesem Abstand rollt hier dieses Gerät. Das ist sensationell. Das habe ich jetzt noch ein bisschen mit Gewichten hier befestigt, damit das viel runterläuft. Und kann also hier Reibung drehen. Da sehen wir mal das Studio. Aha. Das ist echt der Hammer. Hallo? Vor allem jetzt mal ganz kurz, ich muss jetzt mal kurz dazwischen funken. Kann das sein, dass das hier ein normales Käsetablett ist? Das ist in der Tat ein normales Käsetablett, allerdings ein bisschen modifiziert. Das Lager wurde stabilisiert hier unten mit diesen vier Schrauben. Und genau. Das kann man im Prinzip vom Frühstückstisch kann man sich das Teil holen und als Schwebestativ oder als Kameraschiene umbauen. Genau, und dann hast du wegen der Hebelwirkung dann hier noch diese schweren Teile dran gemacht, damit, warum? Ja, die Konstruktion ist ohne diese Gewichte halt relativ leicht und anfällig für Wackler. Und jetzt mit diesen Gewichten kann ich das Ganze halt ein bisschen eliminieren. So, pass mal auf, das haben wir zwar jetzt nicht eingeplant, aber ich mache jetzt mal ein Experiment. Einen Moment. Was hast du vor? Ich habe mir gerade überlegt, das haben wir zwar nicht eingeplant, aber ich habe mir gerade überlegt, dann sieht man das mal von nah. Regie, können wir mal auf die Nummer A gehen? Danke. So, jetzt sehen wir mal, dass da unten so diese Konstruktion. So, und hier unten vor allem, das gucken wir jetzt exklusiv Blick unter die Kameraschiene. Das sind diese Skateboardrollen. Die haben wir da ganz einfach an so einen Winkel dran gemacht. Stefan, willst du noch ein bisschen dazu erklären? Ja, das ist ein Aluminiumwinkel, der durchgesägt wurde und Löcher durchgebohrt wurde. Und da wird das ganze Teil hier einfach verschraubt, sodass es hier solide auf diesem leiterähnlichen Gerüst rollen kann. Und warum hört man das jetzt auch nicht? Haben wir da irgendwas Besonderes noch gemacht? Nee, das hört man deswegen nicht, weil die Skateboardrollen, wie ich im Bericht schon gesagt habe, gelagert sind. Hammer. Das ist also komplett reibungsfrei. Wenn die Schiene entsprechend abgeschliffen wurde. Und das hört man nicht. So, ich würde sagen, wir gehen wieder auf die Volltotale. Mhm. Liebe Regie, vielen Dank für dieses wunderbare, ganz flugs interpretierte Neumann. Perfekt zusammenmontiert. Also das ist wirklich der Hammer. Und das haben wir jetzt insgesamt von zwei Tagen, drei Tagen gebaut, ne? Das hat ziemlich genau drei Tage gedauert. Prima. Ich denke, die wird uns noch ziemlich viel Freude machen jetzt, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, die ist jetzt hier, wie man das aus der Totalen sieht, noch relativ kurz. Also die kann ich jetzt auch noch hier durchs ganze Studio 4 Meter lang bauen zum Beispiel. Die wird wahrscheinlich auch noch verlängert jetzt, ne? Also bis da ungefähr, nehme ich an. Ja, genau. Also ein Meter kommt auf jeden Fall noch dran. Ja. Super. So, ich setze mich mal hier wieder hin. Aha. Das, warum? So sieht das ganze Teil im Studio aus. Richtig. Das ist schön. Ja. Weg, mein Platz. In Ordnung. So. Und jetzt würde ich sagen, wir machen jetzt mal weiter, vor allem mit unserem nächsten Beitrag. Wir haben uns nämlich mal umgehört letztens, bisschen auf der Uni über das Thema Ostern. Und da kamen ziemlich gute Antworten teilweise raus. Natürlich ist uns dann klar geworden, dass wir doch eine ziemlich kluge Studentenschaft sind, wie uns dann aufgefallen ist. Aber wir haben euch das jetzt mal erklärt und das schauen wir uns jetzt mal an. Bitte schön, der Osterbeitrag. Dann.
Jeder kennt es, jeder feiert es, vor allem wir Christen. Aber was ist eigentlich Ostern genau? Ich meine, wir erfreuen uns ja eher am Eiersuchen dann. Weißt du denn, was Ostern ist? Ostern? Das Fest der Liebe. Ah, und du? Das werde ich essen. Na dann mal guten Appetit. Aber mal zurück zum Thema. Ostern beginnt so richtig mit dem letzten Abendmahl am Gründonnerstag. Da war auch ein gewisser Judas unter den 12 anwesenden Aposteln. Dieser wiederum verriet noch am gleichen Abend Pontius Pilatus Jesus Aufenthalt und der wurde direkt danach gekreuzigt. Das feiern wir noch heute, am sogenannten Karfreitag. Warum wir aber an Ostern wirklich Eier suchen und uns daran auch erfreuen, das... Ja, es ist mir sehr peinlich, aber was soll ich jetzt dazu sagen? Das Mischpult ist nun mal alt und schlecht. Ja, Regie, probieren wir es nochmal oder lassen wir es bleiben oder gehen wir alle weinen? Ich weiß es jetzt auch nicht. Wir probieren es nochmal. Dann probieren wir es nochmal. Osterbeitrag, die zweite, bitte. Ostern. Jeder kennt es, jeder feiert es, vor allem wir Christen. Aber was ist eigentlich Ostern genau? Ich meine, wir erfreuen uns ja eher am Eiersuchen dann. Na, weißt du denn, was Ostern ist? Ostern? Das Fest der Liebe. Ah, und du? Das werde ich essen. Sorry. Na dann mal guten Appetit. Aber mal zurück zum Thema. Ostern beginnt so richtig mit dem letzten Abendmahl am Gründonnerstag. Da war auch ein gewisser Judas unter den 12 anwesenden Aposteln. Dieser wiederum verriet noch am gleichen Abend Pontius Pilatus Jesus Aufenthalt und der wurde direkt danach gekreuzigt. Das feiern wir noch heute, am sogenannten Karfreitag. Warum wir aber an Ostern wirklich Eier suchen und uns daran auch erfreuen, das weiß keiner so wirklich. Aber wir können ja mal fragen, wann Gründonnerstag eigentlich war. Na Mädels? Komm, erzähl doch mal. Hm? Das ist dann nächste Woche. War ich euch nächste Woche Gründonnerstag. Und was war Gründonnerstag? Stimmt, ein irischer Feiertag oder so. Bitte? Ein irischer Feiertag. Die sind alle grün. St. Patrick, hallo? Naja, fast. Aber komm, du weißt es jetzt wirklich. Es? Da hat aber jemand gut in Rallye aufgepasst. Du weißt ja echt alles. Und du, was war da? Gründonnerstag war das letzte Abendmahl von Jesus und dann hat Judas Jesus verraten. Scheint, als wäre die Frage zu einfach, oder? Das ist eine ernsthafte Frage. Ja? Hallo, bitte. Danke. Jetzt sag doch mal. Verarscht ihr mich gerade? Nein. Ey, da wurde doch das Grab vorgefunden. Aber wenn er doch am Ostersonntag auferstanden ist und am Ostersamstag die Osternacht und am Karfreitag die Kreuzigung war, wann soll er denn dann das Grab gefunden worden sein? Oh Gott. Gott, ja, der hat ihn auferstehen lassen. Toll. Was denn eigentlich am Karfreitag? Kein Fleisch essen. Sehr christlich. Hast du eigentlich gewusst, dass Ostern der höchste Feiertag der Christen ist? Bitte? Ja, du hast schon richtig gehört. Ist doch gar nicht so Weihnachten, oder? Nein. Ich bin Weihnachten, ich feier da. Weil du Geschenke kriegst. Nee, weil Jesus da geboren ist. Geboren? Ich denke mal, das ist ein bisschen höher, als das an dem Oberstand ist, oder? Würdest du mir glauben, dass es nicht so ist? Nee. Na gut, dann halt nicht. Aber die Wege des Herrn sind ja bekanntlich auch unergründlich. Aber mal im Ernst, es ist wirklich der höchste Feiertag. Alles begann schon eine Woche zuvor, am sogenannten Palmsonntag und dem Einzug Jesu und seiner Jünger nach Jerusalem, wo sie vom Volk als Zeichen seines Königtums mit Palmzweigen verehrt wurden. Für Protestanten ist der höchste Feiertag übrigens der Karfreitag. Für Katholiken, 3 Tage später, der Ostersonntag. Aber mal wieder zum Wirrwarr zurück. Was war denn eigentlich am Ostersamstag? Na? Am Ostersamstag? Gute Frage, es gibt keinen Ostersamstag. Nicht? Heißt halt so, weil der Samstag vor Sonntag ist. Und was ist dann die Osternacht? Die Osternacht ist wahrscheinlich die Nacht, wo Maria im Grab von Jesus verbracht hat. Und das hat sie wirklich gemacht. Keine Ahnung. Ja, was ist denn das für dich? Feiertage. Ja, da ist was dran. Und sonst? Keine Ahnung. Ist ja nicht so viel. Und ihr beiden, was ist Ostern? Ja, so die Wiedergeburt Christi und so. Sehr klug, top Antwort. Ah, die Kluge, die alles weiß schon wieder. Na, findest du die beiden gut? Meinst du, die finden dich auch gut? Das weiß ich nicht. Naja, schauen wir mal, was draus wird. Und was machen wir am Ostersamstag? Bei den Katholiken oder bei den... Protestanten, das ist egal. Ich bin nicht Katholik. Ja, lustig. Komm mal wieder in die Sonne, Sonnenschein. Schön. Und was machen wir am Ostersonntag?
War die nicht schon in der Osternacht am Ostersamstag und nicht erst am Ostersonntag am Ostermorgen, geschweige denn am Ostermontag am Mittag? Vielleicht feiert man das 2 Tage. Darauf ist jetzt noch niemand gekommen. Und du? Erklär uns doch mal die Ostergeschichte. Das ist doch hier der Jesus mit seinen Jüngern in die Olivenhain gegangen. Um da was zu machen? Letztes Mal zusammenzusitzen. Zum letzten Abendmahl, so viel ich weiß. Aha, und dann ging's weiter mit der Kreuzigung. Von wem jetzt genau? Von Jesus. Ah, und am Ostersamstag? Ja, da sind sie in Salben gegangen. Das ist neu. Warum? Weil er da auferstanden ist. Ja, und weshalb feiern wir dann Ostersonntag? Ja, weil er ja auferstanden ist von der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ja, wie, schon wieder? Und Ostermontag? Da, ess mal Kuchen. So, meine Lieben, das war's auch schon wieder für heute. Wir sehen uns nächste Woche und jetzt noch die Wochenend von OrgaTV. Macht's gut. Und nun wieder die OrgaTV-Tipps zum Wochenende. Am Donnerstag, den 28.04., habt ihr einen Pflichttermin. Die Asta-Semester-Eröffnungsfete beginnt um 21 Uhr und wer nicht kommt, verpasst die Party des Semesters. Am Freitag, den 29.04., läuft in Saarbrücken folgendes. In der Garage ist ab 23 Uhr wieder Best-of angesagt. Die Big City Beats gibt's für euch ab 23 Uhr im 7. Und im Nachtwerk findet die 103.7 Unser Ding Best-of-90s Party statt. Los geht's ab 22 Uhr. OrgaTV wünscht euch viel Spaß für das kommende Wochenende.